bestimmen. Der eine mit einer großen Pauke, der andere mit zwei Becken, die immer etwas zu erzählen hatten. Sie haben einige Zeit pausiert, doch jetzt anlässlich des Jubiläums haben wir sie noch einmal ausgegraben. Herr Kapellmeister, einen Einmarsch für das Duo Ronulli! Nur im Februar verscheißerte sein Volk noch über.
essen sehr viel Knoblauch und stinken aus dem Maul. Die wollen nur unseren Wohlstand, sind selber stinken faul. Ausrotten und vernichten, die bieten wir die Stirn. Leute, die so denken, müssen Scheiße haben im Hirn. Willst du dich mal erholen und schalt die Klotze ein? Kommt sicher wieder Werbung, ich werd noch mal zum Schwein. Nicht nur bei guten Filmen und bei der Märchenhex, nee, auch noch wenn im Gange der allertollste Sex. Denn mittendrin, da ruft sie, grad bei der schönsten Sause, wir und schon geht es los. Walter, wer ist denn heute meine ersten Kampf?
nächste Nummer eben nicht. Ja, dann können Sie holen, aber nicht. Und schon geht es wieder los. Heute Watchfelder Preis haben wir denn für unseren ersten Kandidaten. Gewinnen Sie jetzt einen niedergelagerten Zahnstocher. Der handgefertigte Zahnstocher aus sibirischem Lärchenholz ist hochvollendet und biologisch abbaubar. Durch seine abgerundeten Ecken ist er nach dem Essen auch zum Nasenpurbeln und Ohrenpulen geeignet. Danke, Walter. Bobby, kommen Sie jetzt bitte zu mir. Kommen Sie hier. Bitte mal eben herstellen, Bogen. Denn wir beide spielen jetzt den wunderschönen Spiel Rate den Preis des Autos, das du hier nicht siehst. Sie, lieber Walter, müssen uns jetzt einfach sagen, was Sie glauben, dass die von uns gesuchte Auto kostet. Wenn der Preis stimmt, haben Sie nicht nur die Zahnstocher, dann haben Sie auch die Auto mit dazu gewonnen. Ich kaufe ein EWE! Sie kauft ein EWE, das tut mir leid, Mann. Da sind Sie in eine völlig falsche Show. Also bitte konzentrieren Sie sich noch einmal. Absolute Ruhe bitte. Was denken Sie, kostet die von uns gesuchten Automobilprodukte?
Schokolade in die Werbung, aber jede Mark in unsere Tasche. Alpia! Zu den riesigen Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und dann sind wir wieder mit unserer fantastischen Super-Show, der Preis ist scheiß. Warte, wie geht's denn jetzt weiter? Meine Damen und Herren, das Rad! Meine lieben Kandidaten, Walli, Franz, kommen Sie zu mir, kommen Sie zu mir. Denn wir spielen jetzt das wunderschöne Spiel Kack den Superscheiß. Setzen Sie jetzt bitte Ihre BWKs auf, Ihre Blickwinkel-Gucci-Schratoren und begeben sich bitte an unser Pechrad. Ja, Franz, Franz hat gewonnen, Franz hat gewonnen. Kommen Sie bitte zu mir, Franz, kommen Sie. Ihr Pech in die eigenen Hände zu nehmen. Meine lieben Zuschauer, darf ich um absolute Ruhe bitten? Franz, bitte konzentrieren Sie sich, machen Sie sich drehbereit und bitte drehen Sie jetzt! Schöne Holland, das Land der Holzschuhe, der Käses und der Frau Antjes, wo sie 3 Tage und Nächte in einer von Tulpen überwucherten Windmühle verbringen werden müssen. Danke, Malte. Bobby und Franz, mein allerherzlichste Glückwunsch. Sie waren wunderbare Mitspieler, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und Sie, meine lieben Zuschauer, versäumen Sie